Was ist ein Kühlschrank hier? Was ist ein Kühlschrank? Ah, von hinten sehe ich. Das ist ein Kühlschrank. Ja, das ist ein Kühlschrank. Das habe ich ja auch gesagt. So. Seit 2 Tagen bei Gina wieder normal zwischen 15 Zuschauern. Haha. Okay, das ist okay. Das ist komisch. Spritzi, 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 spritz, spritzi, spritzi, spritz, spritzi, spritzi, spritz, spritzi, spritzi, spritz. Das lässt sich danach viel besser wischen. Stimmt, seitdem, ja genau, stimmt, ja. Wow, was zusammenhängt. Was ist damit jetzt überhaupt? Hallo Aldi, wo bleibt ihr? Piotr will was kriegen. Hört reins verdient. So. Sehr geil. Und hier noch? Da würde ich jetzt gerne aber auch mal Punkt kriegen wollen. Ich weiß nicht, das mit dem Sprühen, das ist glaube ich viel zu aufwendig von der Zeit her, ne? Lassen wir. Lal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 
Hey Flo, ich bin Noah. Hallo Noah. Eigentlich Feierabend, Eggie, ne? Wo ist überhaupt mein Arbeitsgerät hier? Komme ich mal zu Fuß oder was? Oder mit der S-Bahn? Übrigens, gestern, nachdem ich mein Bein auf dem Stuhl gemacht habe, war so ein Riss in der Boxershorts. War komplett gerissen. Aber was soll's? Musst du durch. Ist halt gut belüftet. Die Eier hängen jetzt zwar raus, aber was willst du machen? Früher oder später hängen sie eh wieder raus. Und jetzt braucht keiner hier würgen. So. Kaufen. Oh, ich muss richtig viel kaufen, ne? Paneele, kühles Holz. Europäische Walnuss. Europäisches Walnussholz. Naja, die werden ja dann noch ein bisschen gehalten, quasi, ne? Durch die Boxershorts. Wenn sie natürlich kaputt ist, nicht, dann gehen sie runter bis zum Hacken, quasi, ne? Also bis zum Hacken gehen sie dann schon mal. Ich glaube, wir brauchen locker zwei. Nein, du tust fliegen. Ich tue fliegen. Ja, das auch manchmal. Okay. Dann gib mal her. Ach so. Aber alles so dunkel? Ah, ich weiß ja nicht. Ach du Scheiße. Oh nee. Wie sieht denn das jetzt aus? Aber liegt der, wie hat der das, hat er das so durchgeschoben? Hat er das unten drunter durchgeschoben oder wie sieht's aus? So. Komm ran. Hä? Achso. Ja, man hätte eigentlich die Schränke abhängen sollen, ne? Gut, na gut, keine Ahnung. Schwierig auf jeden Fall. Okay. Junge, wie er die auch hin und her flippt, ne? Jetzt, okay. Jetzt macht Sinn. Es ist nur die Küche. Ich hätte nur die Küche machen sollen. Jetzt habe ich die ganze Bude so gemacht. Naja, was soll's. Puste durch. Machst du nichts, machst du nichts. Mach dich mal wieder weg. Vor allen Dingen, ja, komm, egal. Vor allen Dingen, ja, mach mal so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was vor allen Dingen. Okay. Ah, wird bestimmt mein letzter Auftrag sein. Ich werde bestimmt gekündigt. Oh, Mann.
Name Familie in Slubice. Oh Mann, oh. Ja komm, dann machen wir das. Dann machen wir alles richtig hier. Denn alles. Und der ist leer. Dann machen wir es richtig hässlich. So. Das bei dem Namen. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich sein, Kira. Nee, das wird wahrscheinlich so sein. Nee, das ist auf jeden Fall so. Dann mach mal nicht so viel. Kann ich nicht sagen, ich will nur so ein Zweier? Größe ändern, ach guck. Passt alles? Die Wände, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Und das hier draußen, das stört mich eigentlich auch, ne? Ja, komm, guck mal drüber weg. Das ist, stellen wir eine Blume drauf, passt dann. So, was will er? Alter, Junge, das ist richtig viel, ne? Hier ein Eckschrank. Das ist auch immer sehr... sehr blöd bemessen hier von der Größe alles, finde ich. So. So. Nacht. Alter, guck dir das an. Ist das ein Träumchen? Haben wir noch so einen schönen Schrank hier? Da haben wir noch einen. Haben wir hier eine Couch? Eck, da. Hier, oder? Aber wer macht heutzutage noch ein Fliesenspiel in der Küche? Ach ja, meine Eltern. Doch, meine Eltern haben noch einen. Hm. Und die wurde auch erst vor kurzem gemacht, die Küche. Was ich schön finde persönlich, ja, die sind schon älter, die da. Oha. Oha. Achso, junge Leute dürfen das nicht mehr. Okay. Was ich persönlich schön finde, Momentchen. Hatte ich so gerade ein Foto von mir. Nein. Spaß. Wow. Warte. Mann, Mann. Hat der hier sowas? Nicht so richtig, ne? Doch, hier. Sowas liebe ich ja, ne? Komm, das machen wir. Pass drauf. So, sowas mag ich persönlich ganz gerne. Ja, gut, jetzt nicht unbedingt die Farbe. Aber du wirst schon wissen, was ich meine. Oder ihr werdet schon wissen, was ich meine. Ja? Sowas mag ich persönlich ganz gerne. Aber nicht als Paneele oder so, sondern als richtig original gemauert, ne? So eine Wand mauern und in diese Wand halt einfach freilassen. Und dann teilweise ein bisschen verputzen und so freilassen. Als wenn der Putz rausgebröckelt wäre, ne? Sowas meine ich. Hattest du auch überlegt gehabt? Ach, guck. Ja, sowas ist, finde ich, geil. Finde ich ziemlich geil, sowas. Oh,
Ich meine, das ist ja nicht wild, ne? Du nimmst halt einfach, machst halt einfach eine Wand. Du mauerst halt einfach, du kannst natürlich auch Panel nehmen, ne? Aber wenn du es mauerst, dann mauerst du halt einfach eine Wand. Ist das ein, nee, ist ein Küchenschrank? Nee. Du mauerst halt einfach eine kleine Wand. Und dann ist das gut. Entweder du lässt es gänzlich so oder du machst halt, wie gesagt, so verputzen und so nach dem Motto, es ist rausgebröckelt. Brotkasten. Nee, das sieht eher aus wie so eine Abzugshaube quasi dann, ne? So. Das ist ein Wohnzimmerschrank dann. So. Nee, das sieht eher aus wie ein Kühlschrank. War das ein Kühlschrank? Ich habe keine Ahnung. Hängeschrank. Das ist auch noch ein Küchenschrank. Noch ein Hängeschrank? Da fehlt doch da unten noch ein Schrank, oder nicht? Das ist ein Kühlschrank hier. Das ist ein Kühlschrank. Ah, von hinten sehe ich's. Das ist ein Kühlschrank. Ja, das ist ein Kühlschrank, das habe ich ja doch gesagt. Ja, dahin. Junge, das sieht ja voll hässlich aus, der Kühlschrank. Ei. Naja. Also, das ist ja unfassbar kacke. Naja, was willst du maken? Makest du nichts, ne? Der Schrank sieht zum Beispiel wiederum schick aus. Den stellen wir erstmal so auf. Der Schrank wird, der wird nie geöffnet, nein. Nein, nein. Mm-mm. Der wird quasi halt auch ohne Scharniere gekauft, ne? Also ich habe den direkt ohne Scharniere gekauft, habe ich direkt abmontiert. Was? Ach so. Fernseh, Schrank, Tisch, Fernseh? Wird ich kein Fernseh? Ja, richtig lost. Okay. Ein Schreibtisch? Okay, könnten wir den... Nee, der muss ins Wohnzimmer. Das muss alles hier ins Wohnzimmer rein. Okay. Kaffeemaschine. Abtropfgestell. Verstehe ich nicht. Wird einfach reingestellt. Hier ein bisschen Deko. Wie hässlich willst du sein, Stuhl? Ja. Okay, der ist wirklich nicht hübsch. Ganz klassisch über den Ofen gehängt, ne? Noch ein Regal. Hey Junge, die Bude ist so klein, ey. Hört auf damit, wo soll denn das noch hin? Junge. Hier noch so ein Willi-Billy-Regal. Brotbox hier. Kann man den öffnen? Okay.
Eine Servierschüssel. Ein Blumentopf. Oh, ich weiß ja nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich auch mehr von, ne? Drei wahrscheinlich. Oder ist das hier Deko? Nee. Einen Blumentopf würde ich den noch nehmen, ne? So, haben wir alles gekauft. Sehr schön. Hier ist alles soweit durch. Eigentlich nicht schlecht. Also, ich... Ne? Wir gehen mal Dean seinen Wunsch nach kurz. Eigentlich eine schöne Butze, ne? Finde ich. Schön, also. Na, doch. Geht. Komm, machen wir erstmal Scheiß aus. Kaufen. Boden. Zack. Zack. Okay, die Fliesen gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Und dann so mit weißen Fugen wäre das schon ganz sexy, glaube ich. Nee, Anthrazit-Fugen oder keine Ahnung. Aber die Fliesen gefallen mir. Drehung? Ach, was, du kannst sie drehen? Hör auf. Junge, Junge, Junge.